Hey, Jans hier von newgadgets.de und auf der CeBIT 2013 in Hannover. Und hier schauen wir uns am Stand von Samsung das Samsung Galaxy X-Cover 2 an. Nachfolger vom X-Cover, dem ruggedized Smartphone, das ein bisschen was aushält. Das habe ich ja schon mal getestet. Haben damit Fußball gespielt, haben gewaltsam versucht, es kaputt zu machen und es hat nicht geklappt. Und auch dieses hier ist wirklich nicht kaputt zu bekommen. Oder es hält zumindest Stöße aus, hier bis zu einem Meter. Und ist Spritzwasser und auch staubgeschützt. Denn wir haben hier die Anschlüsse hinter diesen Klappen, beispielsweise hier den Kopfhöreranschluss oder unten hier den Micro-USB-Port. Wenn wir ums Gerät herumgehen, haben wir hier auf der linken Seite die Lautstärketasten, auf der rechten Seite den Kamera-Button, einen dedizierten, und hier den Power-Button. Unter dem Display befinden sich drei weitere Tasten, nämlich Home, Zurück und natürlich hier auch die Optionen. Und keine Touch-Tasten, sondern richtige physische Buttons, was ich wirklich sehr gut finde. Ansonsten haben wir auf der Rückseite noch eine 5-Megapixel-Kamera mit LED-Licht und ein 4-Zoll-Display mit einer Auflösung von 800x480 Pixeln. Wunderbar flüssig. Wir haben hier einen Dual-Core 1 GHz-Prozessor. Läuft mit HSDPA. Hat natürlich WLAN, Bluetooth 4.0. Und wenn wir hier in den Einstellungen mal schauen, haben wir auch die neueste Version von Android, nämlich Android 4.1.2. Das ist also das neue Samsung Galaxy X-Cover 2. Ein Smartphone, was auch ein bisschen mehr aushält, könnt ihr vielleicht mit auf den Bau nehmen. Das kann man hinschmeißen und es passiert nichts. Das Samsung Galaxy X-Cover 2 hier auf der CeBIT 2013.